Das ist schon was Großes, meinte Lars Durchstecher aus Brandenburg von der Firma Vossmann. Als langjähriger Lkw-Fahrer für Schwertransporte ist er in ganz Europa im Einsatz und in der Nacht zu Samstag in Fahre. Er lenkte den ersten der drei Transporter mit den riesigen 30 Meter hohen und 6 Meter im Durchmesser großen Tanks für die Papier- und Kartonfabrik Fabel durch die Stadt. Um 23 Uhr Freitagnacht setzte sich der Konvoi am Fareler Hafen in Bewegung, allerdings in sehr langsame Bewegung. Der Koordinator des gesamten Transports, Marc Seifert, sagte, durch die Stadt geht nur Schrittgeschwindigkeit. Auf der Bundesstraße 437 wird es etwas schneller. Gemeinsam mit den Fahrern und 10 als Hilfspolizisten ausgebildeten Helfern hatte er vorher die Strecke angeschaut, vermessen und ein Streckenprotokoll erstellt. So war klar, an welchen Stellen es besonders eng wird, wo Verkehrsschilder abgebaut und auf die Straße ragende Ampelarme gedreht werden mussten. Trotz aller Vorbereitung kam es auf der Hafenstraße zu Verzögerungen, weil Äste einiger Bäume bei der Keksfabrik der Firma Balsen an der Hafenstraße und kurz vor der Bahnhofsbrücke die Weiterfahrt über die Mühlenstraße behinderten. Dennoch kamen die Tanks, sogenannte Prozesswasserbehandlungsanlagen, nach gut 3 Stunden bei der PKV sicher an. Lars Durchstecker schaltete den Motor aus, ließ mit seinen Kollegen das eben geschehene Revue passieren und bereitete sein Nachtlager vor. Zahlreiche Schaulustige harrten in der kalten Nacht aus, um das beeindruckende Geschehen zu verfolgen.